Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn im, wie hieß es nochmal? Mutterwacht, glaube ich, war das. Mutterwacht? Mutterswacht mit S. Okay, und wie man sieht, die Kaja haben hier ganz schön Unruhe gestiftet. Überall Kokels, Maschinen laufen wild amok und machen komisches Zeug. Und das alles nur, weil dieser Helis der Meinung war, unseren guten Stamm zu überfallen. Damit. Und wir kommen natürlich massiv zu spät und haben hier viele, viele Freunde, die dort hinten auf uns lauern. Naja, ich sehe es schon kommen. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Okay, du hast nichts gesehen. Ich habe dich auch nicht gesehen. Also ich meine, ich habe dich schon gesehen und habe dich auch dafür gekillt. So, jetzt kommen sie hier von allen Seiten raus und denken sich so, what? Ich mach das. Hallo, ist da jemand? Hallo. Ich mach das, hallo. Du siehst sie, sie sehen dich nicht. Hallo. Okay, sie sind eindeutig, komisch drauf. So, auch natürlich ein herzliches Willkommen an meine Damen und Herren im Stream. Sag Bescheid, hallo Kiki, hallo Luna. Hallo Schatz. Hallo Mutti. Ich bin im Fernsehen oder so. Oh, das finde ich ja jetzt gerade ausgezeichnet. Der stand einfach optimal für mich. Oh, da kommt aber noch einer gleich raus. Kleiner Moment. Den kriege ich doch auch noch. Der stand doch... Ach nee, der steht dahinter. Okay, die kraxeln sich da munter einen ab. Richtig, richtig mies. Und... Das Doofe ist, ich habe gar nicht so viele Pfeile, wie ich gerne verschießen möchte. Oh, wait a moment. Da hockt doch einer. Sehe ich den auch? Ja, jetzt sehe ich ihn. Fuck. Muss ich jetzt besiegen, bevor er... Na komm, krieg ich das hin? Nee, krieg ich nicht hin. Warum er der jetzt hinrennt? Was ich natürlich auch mal machen könnte, wäre... Nicht unbedingt... Wäre natürlich mal ein bisschen was ausrüsten. Und zwar... Moment... Oh, ich habe noch 4 Punkte offen. Das gefällt mir. Ich hatte hier nämlich so ein paar Sachen, die ich ganz gerne... Doppelschuss niederschlagen. Genau, zurückschlagen. Finde ich nämlich bombastisch geil. War's das? Schnellladen, Konzentration plus... Nee, ich glaube, das war das hier. Das Zurückschlagen. Nee, oder irgendwas war doch hier... Stärke plus oder irgendwie sowas. Stärkerer Schlag, das habe ich schon. Schlag von unten, Anführerschlag. Drücken wir mal menschlichen Mech. Okay. Schlag von unten ist irgendwie nicht so das, was ich brauche. Was habe ich hier? Konzentration plus. Das ist natürlich... Na komm, machen wir Konzentration plus. Ich mag diesen Slow-Mo-Move. Waffen, genau. Das wollte ich nämlich. Ich wollte eigentlich nochmal... was ausrüsten. Und zwar... Ich hatte hier doch bestimmte Fallen. Schockfalle. Warum kann ich den jetzt hier nicht ausrüsten? Ablegen. Nee, ausrüsten. Da nach unten. Moment, was habe ich denn jetzt? Stolperfalle. Na gut, okay. Ach, kommt. Was kostet die Welt? So, wir rollen uns hier mal schnell durch die Gegend. So,
die machen hier jetzt mega Unruhe. Und ich stelle mich jetzt hier einfach... Ah, das ist doch perfekt. Der Typ da drüben steht jetzt und guckt sich richtig blöd um und stirbt einfach bei der Aktion. Der sucht uns irgendwo in der Botanik, irgendwo am Arsch der Welt. Soll er doch machen. Vielleicht findet der mich dort irgendwo. Oder irgendjemand, der so aussieht wie Aloy. Ey, kannst du nicht noch ein bisschen weiterlaufen? Das wäre echt gut. Dann müsste ich mich hier nicht so anstrengen und so konzentrieren. Und, sollen Sie doch laufen. Oh, da ist noch einer. Und... Bam! Und da oben, der sieht mir ein bisschen massiv aus. Komm. Yes! Die schnallen das nicht mal. Und er guckt immer noch. Wo? Ich weiß nicht, von wo die kommen. Von wo die Schüsse kommen. Ich komme nur Schüsse. Und keine Schläge. Aber das ist gar nicht mal so verkehrt. Dann ist er nämlich so fernab vom Schuss. Na, komm mal her hier, Kollege. So. Als ob du mich gesehen hast. Oh, der zerdeppert hier mir den gesamten Wald. Uncool. Hi. Der feuert hier aber auch Kram raus. Okay, alles klar, hab's verstanden. Du erwartest mich da immer noch hinten in der Ecke. Dann komme ich mal ein bisschen näher. Beweg dich doch mal nicht so. Du hast mich nicht gesehen. Ich war gar nicht hier. Bin ziemlich sicher, dass ich nicht hier war. Ich sollte das schnell zu Ende bringen. Okay, hat er noch gesehen, wo ich war? Wo steht er denn überhaupt, der Dude? Ach, da drüben steht er. Der wirft mit Steinen nach mir. Aber das finde ich okay. Soll er mal machen. Vielleicht kriege ich sogar noch einen zweiten Schuss drauf. Nö. Kein zweiter Schuss. Aber er sieht mich. Und Stein kommt. Hui. Ey, das war kein Treffer. Bin mir sehr sicher, dass es kein Treffer war. Olla Cheater. Wallhack und sowas. Der weiß ja gar nicht, wo ich bin. Vor allem, wenn ich die ganze Zeit im Kreis laufe. Probier's mal damit nochmal. So, ruhig mal ein paar mehr Pfeile laden. Und... Gib ihm. Ja. So, ein Problem weniger. Er hat zumindest seine komischen mechanischen Spielsachen nicht mehr. Und jetzt komme ich mal auf dich zu. Hallöchen! Na, Mensch. Schön, dass du auch da bist. Nee, komm. Als ob. Und kritischer Treffer. Erwischt. Das war aber jetzt ein bisschen komisch hier, was der gemacht hat. Ich meine, mich so irgendwie von der Seite rumblubbern. Egal, wir haben zumindest einen von den großen weniger. Das ist schon mal viel wert. Da drüben kaspert noch der zweite rum. Und wir haben ganz schön viele von den Dudes erledigt. Das finde ich auch perfekt. So, dann wollen wir noch ein bisschen Scharfschütze spielen. Ey. Okay. Tut echt weh gerade. Das Herstellen von den Pfeilen. Ja, davon können wir zumindest noch genügend herstellen. Aha. Okay.
Wir haben zwei Pfeile. So. Der weiß so im Groben, wo gerade der Schuss herkam. Das soll er auch ruhig herausfinden oder wissen. Kein Wunder, warum ich nicht richtig getroffen habe. Ne. Aber auch eine so eine echt miese Situation hier. Ja, hör mal auf, hier durch die Gegend zu jumpen, wie es gut ist. Ey. Roundhouse Kicks hier. Na, also, geht doch. Au. Was mir hier ein bisschen fehlt in diesem Spiel, ist so ein, Art Animation-Lock-Ding. Feuer. Also so ein, nein, nicht Animation Lock, sondern so etwas, womit ich quasi den Gegner, den ich angreifen möchte, direkt anvisiert. Das war doch schon wieder kein Treffer. Ja, schubst mal deinen Kollegen um. Ist völlig in Ordnung. Ich mach mir das einfacher, indem ich noch ein bisschen Aggro aufziehe. Ach fuck, er sieht mich. Jetzt reicht ihn hier aber langsam mit dir. So, ab auf den Boden und weg. So, jetzt gib mal irgendwas, was ich brauche. Er gibt mir natürlich nichts, was ich brauche. Warum sollte er auch? Geben die Dudes mir zumindest irgendwie Heiltränke oder sowas? Nee, sie geben mir nur Ressourcenpacks. Was interessieren mich Ressourcenpacks? Ich brauche wichtigere Sachen. Und ja, komm, trinken wir nochmal einen Schluck. Weil tatsächlich sind mir... Nein, ich... Oh, verdammt, jetzt habe ich zwei getrunken. Sind mir diese Heilkräuter ein bisschen wichtiger als die Heiltränke. Nur mir ist aufgefallen, dass ich die viel zu selten benutze. Und hier war doch irgendwo vorhin noch da drüben ein Heilkraut. Das wollte ich noch mitnehmen, bevor ich hier anfange, weiter Terror zu schieben. So, ausgezeichnet. Gucken wir mal. Wo sind denn die Dudes, die hier durch die Gegend geeiert sind? Wir hatten hier nämlich noch zwei oder so. Da drüben ist einer, da ist einer. Alles klar. Ich erkenne die Gefahr. Moment. Da bist du. Jetzt aber. Zip. Hab dich. Und jetzt können wir mal gucken. Haben die irgendwas Interessantes? Nee. Oh, ein Läufer. Der hat Drähte. Drähte sind gut. Drähte brauche ich tatsächlich. Genauso wie Ästchen. Um neue Pfeile herzustellen. Oh. What the... Na komm, das gibt's ja nicht. So. Ganz elegant mit Panic Rolls. Einfach von links nach rechts. Hör ich da noch... Kann ich nicht tragen. Hör ich da noch... Irgendwas höre ich doch hier. Und das klingt ziemlich groß, was ich hier höre. Sag mir jetzt nicht, hier wandert noch irgendwo ein Totenbringer rum. Es kommt definitiv von da oben. Und zwar hundertprozentig von da oben. Einmal die Umgebung scannen. Nee, was haben wir da? Verdorbener Plünderer. Irgendwo
irgendwo von da oben. Irgendwas. Ey. Ihr habt gar nichts gesehen. Gar nichts. Hört ihr? Wo war denn der? Da oben. Ich sehe ihn doch. Zip. Ach komm, das war doch wohl eindeutig ein Treffer. Das war ein Treffer, aber irgendwie nicht so, wie wir es ganz gerne gehabt hätten. Mal ein bisschen abwarten bis jetzt. Ach ja, na klar. Ich sollte vielleicht auch auf meinen Scharfschützenbogen gehen, wenn ich solche Moves mache. Na komm. Und erwischt. Was haben wir da oben? Plünderer. Okay. Dich ziehe ich mir einfach so ran. Okay, er kommt näher. Dich habe ich besiegt. Und dich hole ich mir auf eine ganz andere Art und Weise, um ein bisschen meine guten Bogen oder beziehungsweise Pfeile zu schützen. Einmal Positionswechsel, damit er so denkt, als würde ich weglaufen oder sowas. Und der versteckt sich. Da! Hat er. Das klingt nicht gut, was von da oben kommt. Das klingt gar nicht gut. Kultistenfolterer. Was sind denn das für Leute? Kultistenschergen. Was anderes rauswerfen. Was ist denn geistert denn da oben rum? Ein Donnerkiefer? Okay. Ich kann mit dem Donnerkiefer irgendwie nicht so ganz viel anfangen. Habe ich schon mal gegen den gespielt? Gegen den gekämpft? Ich weiß es gerade gar nicht. Mehr Eclipse. Tatsächlich ein verdorbener Donnerkiefer. Die Überlebenden müssen sich im Berg verstecken. Wenn der Tunnel einstürzt, werden sie begraben. Und ich erreiche die Luke nie. Okay, ich mach den Donnerkiefer. Genau, lass den Berg einstürzen. Den Donnerkiefer versuche ich so ein bisschen sneaky zu machen. Das bedeutet, dass wir Scheibenwerfer. Scheibenwerfer. Ihr habt euch das Grab geschaufelt, Nora. Das wird eure letzte Ruhestätte. Ah, okay. Das kriege ich hin. Hat das geschnallt? Okay, er hat's geschnallt. Wow! Krieger, an Aloys Seite, jetzt! Für Aloy! Für die Roboter! Okay, wenigstens etwas. Sie leben! Okay, das ist ein bisschen dolle. Wow! Piu piu und so. Aber egal, ich versuche hier zumindest die Leute zu killen, wenn sie mir zu nahe kommen. Zurück in die verdorbene Erde, Dämon! Ja, die ein bisschen in Deckung geht. Wait. Das war nicht so gut. Das war gut. Ungläubig und verdammt! Das ist doch bitter. Okay, vor allem geht es mir darum, erstmal die kleinen Dudes hier links und rechts zu metzeln. Die Göttin richte dich! Bevor ich hier anfange, eine auf dicke Hose zu machen. Au! Das ist ein mieser Explosion.
mach das mal lieber. Hallo! Yeah, Panic Roll. Alter! Was hatten wir hier für Schwächen, Groß? Die Kleinen sind ein Problem. Okay, dann einen besiegt und fünf neue. So. Die Verderbnis wird nicht siegen. Schau mal, ob ich hier irgendwas finde. So auf Anhieb, was ich irgendwie von ihm erwischen kann, was ihm dicke Schaden zufügt. Zurück in die verdorbene Erde, Dämon! Okay, ich probiere es einfach mit Schüssen. Links, rechts, geradeaus, links, rechts. Ungläubig und verdammt! Du wirst sterben! Okay, da hat sich wohl schon irgendwas erwischt. Da sind diese Lohbehälter. Ich krieg sie nicht vernünftig gezielt. Erledigt es! Einfach auf Distanz. Okay, das war mal ein guter Sprung. Vielleicht jetzt auch mal hier oben das Geschütz zerlegen. Was auch immer passiert, ich will den letzten Schlag zurück haben. In die verdorbene Erde, Dämon. Da unten sind noch diese hässlichen Geschütze. Können die vielleicht auch noch irgendwie? Ja, auch weg. Wenn er sich mal vernünftig picken lässt. Erledigt den Dämon! Also die Geschütze sind natürlich einiges bitter. Ach komm, ehrlich. Hab ich ihn vernünftig erwischt? Nee, hab ich nicht. Das war ein guter Treffer. Vernichtet es! So, wichtig ist jetzt in erster Linie auf die Geschütze zu feuern. Die Verderbnis wird nicht siegen! Zeig dich doch mal von links. Das gefällt mir. Erledigt den Dämon! Mal ich muss schnell nachbauen. So, ein paar Geschütze weniger. Wie lange dieses Geschütz dann noch was mitmacht. Ungläubig und verdammt! Du wirst sterben! Die Göttin richte dich! So, das Schöne ist, dass wir das nicht gänzlich allein machen müssen. Tolle Maßnahme. Erledigt den Dämon! Stimmt, was machen die Dinger eigentlich? Ach komm. Ungläubig und verdammt! Du wirst sterben! Wow! Ich hab den auf einmal näher kommen sehen und dachte mir, wird mein Ziel hier irgendwie besser oder so? Nee, weit gefehlt. Okay,
weiter irgendwo. Zurück in die verdorbene Erde, dann und Schuss. Tatsächlich ist das, glaube ich, der Punkt, der ihm am meisten wehtut. Oder mir! Die verdorbene Erde wird nicht siegen. Und schwupp, da kommt ein Schwanz angeflogen. Geil. Aber ich glaube, allmählich habe ich es. Wir versuchen, ihm hier dieses Ding hier zu zerfeuern. Nee. Wenn ich es denn sehe. Die Verderbnis wird nicht siegen! Ich wollte gerade sagen, der hat doch jetzt sicherlich sein Ding verloren. Hat er nicht. Zurück in die verdorbene Erde, Dämon! Er bewegt immer genau dann seinen Kopf zur Seite, wenn ich ihn versuche anzugreifen. Vernichtet es! Lass uns doch jetzt. Schon wieder! Er tut es die ganze Zeit! Ich will doch nur dieses olle Geschütz treffen. Damit man diese Neuausrichtung von dem Ding. Die Göttin richte dich! Was das jetzt für eine Nummer war? Ich treffe ihn immer nur da, wo ich ihn nicht treffen will. Zurück in die verdorbene Erde, Dämon! Jetzt reicht's. Ab in den Nahkampf. Ich weiß, dass es keine gute Idee ist. Die Verderbnis wird nicht siegen! Nee. Ich glaube natürlich in die Verderbnis rein. Und komm. Da geht noch was. Der letzte Schlag muss mir gehören. So. Einfach mal drauf schießen. Nee, der mochte mich ganz und gar nicht. Hat's geschafft. Wir haben nur geholfen. Ich dachte, wir würden sterben. So, erstmal meine Angehörigen looten. Wow. Okay. Ich hoffe, ich kriege zumindest einen Teil von den ganzen. Wirklich viel bekomme ich nicht wieder. Aber ich brauche auf jeden Fall jetzt erstmal wieder diese Kräuter. Zumindest gibt es davon hier wieder eine Menge. Überall, wo es wo geprügelt wird, gibt es Kräuter. Na, die wichtigsten Sachen zuerst. Okay, wo haben wir hier noch mehr Grünzeug? Ah, okay, dieses hässliche Gewander. Also ich höre zumindest nichts Lautes. Das heißt, zumindest scheint hier kein Todbringer mehr rumzulaufen. Wobei ich die Dinger hier gerade eben ein bisschen fieser fand als Todbringer. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Aloy. Okay. Reden wir mal mit Val. Aloy, deine Taten wiederholen die alten Geschichten. Du hast uns gerettet. Du hast geschafft, was sonst niemand konnte. Schön, dass es dir gut geht, Val. Dir geht's doch gut. Seit der Erprobung. So viel Tod. Ist das Töten vorbei? Im Moment aber. Das war nur ein Kampf, Val. Es kommen noch mehr. Ich verstehe. Solange du uns im Kampf unterstützt, werden wir es schon schaffen. Okay, das Wichtigste, gibt es noch mehr Überlebende? Wie viele haben den Angriff überlebt? Fast alle Stammmütter und viele Familien, Göttin sei Dank. Aber Krieger? Nur ein paar. Die meisten sind verwundet. Niemals zuvor hat ein Feind unser Volk so sehr ins Herz getroffen. Sogar die Kharja
sind bei ihren Raubzügen niemals ins Becken hineingelangt. Tja, dieser Feind ist zwar hineingekommen, aber nicht wieder hinaus. Wir sorgten dafür. Ja, das ist zumindest was Gutes. Erzähl mir von dem Angriff. Was ist passiert? Sie kamen von Osten. Unsere Wachposten sahen, wie sie anrückten. Sagten, sie marschierten mit Todbringern und Verderbern und anderen Maschinen, alle verrückt. Wir stellten uns auf, empfingen sie mit einem Pfeilhagel. Manche fielen, aber längst nicht genug. Schließlich zogen wir uns zu den Toren zurück, zur Verteidigung. Doch es waren zu viele. Wer überlebte, floh zum Berg zurück. Bist du schwer verletzt? Bleibt kein Knochen. Lang gebrochen. Sing mir kein Jägerlied vor, Val. Bist du okay? Mir tut alles weh. Aber am Kämpfen wird's mich nicht hindern. Dann ist ja gut. Wir reden später. Ich muss in den Berg hineingehen. Die Stammmütter werden dich sehen wollen. Bestimmt. Aber dafür bin ich nicht hier. Dann, wofür? Du wirst sehen. Ja, genau. Wir haben nämlich voll den Plan. Oh, endlich. Tränke. Zeug. Schnellreisepaket. Nice. Metallscherben. Gibt es hier noch mehr Leute, die ich plündern kann? Nee, gut, okay. Dann wollen wir mal in den Berg hinein. Hallo, Nora Krieger. Bevor ich dich gesehen habe, Sucherin, hatte ich wenig Hoffnung. Aber vielleicht haben wir jetzt eine Chance. Das wäre spitze. So, wir sind wieder zurück. Wie konnte das alles nur geschehen? In unserer Höhle. Und genau hier wollen wir rein. Wegen einer... Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Wegen einer ganz bestimmten Sache. Irgendwo hier muss nämlich... Hallo Tote, Verwundete, Krepelnde, wie auch immer. Irgendwo hier muss nämlich eine Tür sein. Okay, hier ist eine Tür. Und hinter dieser Tür wird sich vermutlich nämlich diese, die Energiezelle befinden, die wir das eine Mal gesucht haben. Und... Yes! Noch eine Energiezelle. Ich brauche nur noch eine, um an diese alte Rüstung heranzukommen. Genau. Eine einzige brauchen wir nur noch. Und die hätten wir tatsächlich schon relativ früh bekommen können, diese Energiezelle. Wenn wir diesen Gang schon eher gefunden hätten. Sehr gut. So. Jetzt können wir auch der Quest weiter nachgehen. Da lang. So. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Trollolol. Bis bald. Und so. Außer die Leute im Stream. Die werden das jetzt gleich wieder weitersehen können. Irgendwie.